Wir haben uns letzte Woche oder vor zwei Wochen bei der Trainertagung zum ersten Mal getroffen, in der Zeit, wo wir beide hier in Hamburg sind. Also, das heißt, wir haben so viel zu tun und wir haben so wenig Zeit, auch mal privat uns zu treffen, was wir in Zukunft sicherlich mal machen werden. Bruno Labbadia, Sie haben ja heute gesagt im Gespräch, dass Sie sich ganz freuen würden, wenn St. Pauli aufsteigt. Dann gäbe es wieder dieses Stadtderby. Können Sie ja Ewert Lien noch mal direkt ins Gesicht sagen, die Arbeit, die er gerade macht, ist ganz gut, ne? Läuft ganz gut bei St. Pauli. Ja, nicht nur ganz gut, die ist riesig, muss man einfach sagen, weil ich glaube, er hat es ja auch in einer schwierigen Situation übernommen, ähnlich wie wir das gehabt haben. Aber ja, es ist einfach beeindruckend und es ist schön. Wir haben uns gerade vorhin unterhalten über seine letzten Jahre. Und ich glaube einfach, wenn man so einen Werdegang hat, wo man wirklich so interessante Vereine, auch außergewöhnliche Stationen gehabt hat, kann man besonders so einen Verein wie St. Pauli nochmal schätzen. Und ich habe das Gefühl, dass Ewald sich immer sehr, sehr viel Gedanken macht. Geht runter wie Öl, Herr Lien, oder? Wenn man das hört hier vom Kollegen? Ja, der Bruno versteht ja was von dem, was er sagt. Dann muss ich das so akzeptieren. Sie als erfahrener Mann hätten vielleicht dann auch einen Tipp an den jüngeren Kollegen. Woran kann Bruno Labbadia denn noch arbeiten bei seiner Mannschaft? Ja, also auf sowas falle ich jetzt nicht rein. Der Bruno ist ein erfahrener Trainer, schon jetzt einige Jahre dabei. Und wenn ich sehe, in was für einer Situation der Bruno die Mannschaft übernommen hat, ich habe in der letzten Saison einige Spiele gesehen, auch wo er schon da war. Und man hat sofort gemerkt, ich habe Spiele vorher gesehen, die Spiele danach gesehen, man hat sofort gesehen, dass plötzlich ein anderer Zusammenhalt da war, eine andere läuferische und kämpferische Bereitschaft, auch wenn die Qualität vom Spiel damals noch nicht so groß war. Also es war schon spielerisch sehr bescheiden, was sie damals geliefert haben. Und sie haben es, so wie wir auch letzten Endes, über Mannschaftsgeist, über einen riesen Zusammenhalt und über letzten Einsatz hinbekommen. Also der HSV und St. Pauli sind dann doch keine Rivalen, sondern sind sich in vielen Punkten ähnlich. Ich denke, es sind grundverschiedene Vereine, aber sie sind in der gleichen Stadt. Und also ich habe damit keine Probleme, habe ja schon gesagt gehabt. Ich finde, Derby ist immer was ganz Besonderes. Und solange sie in der ersten Liga stattfinden, wäre das eine gute Sache. Stadt Derby mal wieder in Hamburg? Ja, also ich glaube, dass wir sehr weit davon entfernt sind, von sowas zu träumen, sondern wir wollen einfach nur weiter arbeiten. Und ich wünsche Bruno und dem HSV, dass das so weitergeht, dass sie diesmal sicher die Klasse halten, vielleicht noch weiter nach oben marschieren können. Und für uns ist es einfach, wir sind super glücklich und auch demütig, dass wir nach so einer schweren Saison jetzt plötzlich in so einer Situation sind. Aber wir werden uns jetzt nicht verrückt machen lassen von Ihnen und Ihresgleichen. Von wegen, wir haben nächstes Jahr ein Stadtderby, sondern wir versuchen, so erfolgreich wie möglich zu spielen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Und dann werden wir mal sehen, wo das langfristig hinführt.